warum jubeln wir eigentlich? Hey, Welle! Weil sonst keiner uns ja. jubelt. Gute Laune! Gute Laune! Gute Laune! Ich war selbst noch mal. Ja, das ist ja völlig kindisch. Das ist ja Quatsch. Denn wir sind eine seriöse Talkshow. Wir sind Ja? Ja, ich wollte dich unterbrechen. Was mir immer wieder auffällt, am Anfang kippt der Ultimate Warrior um, was ja total unrealistisch ist, weil der Ultimate Warrior nie umkippt. Das ist nicht unrealistisch. Es gibt, jeder Superheld hat eine Schwachstelle. Zum Beispiel hat Superman Kryptonit. Ja. So. Und Ultimate Warrior hat Stehen. Nee, Ultimate Warrior hat uns. Wir sind nämlich so cool, ja, das dass macht's keiner cool. bringt den Ultimate Warrior zum Hinfallen, nur wir. Siehst du? Der kann gar nicht mehr aufstehen, so geschwächt ist der. Das ist aber auch wirklich. Was? Ah, so. Jetzt habe ich ihn genau auf die Bildzeitung gestellt, dass so, dass wir die nicht mehr benutzen können im Laufe der Sendung. Jetzt können wir sie wieder benutzen. Sehr schön. Bevor wir heute auf die großartigen Themen kommen, wir haben eine vollgepackte Show, ja. Neues vom Titanenkampf, wir haben Night of the Week, wir haben Top 5. Hast du Weg? Ja, du das ja ich habe mir gerade, habe ich dagegen getreten und dann. Aber du spürst ja keinen Schmerz, was viele nicht wissen. Nee, weil meine Fußnägel sind eh schon alle abgefallen. Das stimmt, ja. weil du nicht Fußball spielen kannst. Ja, weil ich immer Einsatz zeige beim Fußball. Wie man es dreht halt, ne? wir haben uns Night überlegt, of the Week, wir machen heute, nee, wir geben heute richtig Gas in der Sendung und wir müssen das Thema ein bisschen, also die Sendung ein bisschen kompakter. Ja, noch knackiger machen. Wie Würstchen, Frankfurter. Frankfurter Rindswurst, sehr lecker. Ja. Und da haben wir uns gedacht, was spielen wir heute ein Spiel? Ja, lustiges Partyspiel. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das heißt, errate mich. Ich nenne es jetzt, errate mich. Und wir wollen nämlich, wir brauchen da, ich hab's doch, hier liegt irgendwo grünes Klebeband rum und eine Schere. Basti. Ah! Das! Das ist ja hier, der Basti, ne? Das ist grün, so eine Hammer. Tatsächlich grünes Leber und ein Scherz, direkt gefunden. Und wir haben uns gedacht, wir schreiben da Namen drauf und der andere muss erraten, wer das ist bei den hierbei liegen. Also ich schreibe was für dich drauf und du kriegst das auf deine Stirn. Macht's nicht so viel Sinn. Ich erkläre es nur noch mal, weißt du, wir haben ja auch Leute von der Rütli-Schule zugucken. Insofern, ich schreibe einen Namen drauf, eine prominente Persönlichkeit, es kann auch eine fiktive Gestalt sein. Zum Beispiel aus einem Comicfilm oder so. Und dann klebe ich das dem Nils. Ne? Ja, habe ich hier. Ah. Dem Nils auf die Stirn. Und wichtig ist, man bis zum Ende der Sendung muss man raten haben, wen wir auf der Stirn haben. Mhm. Und man darf natürlich nur Fragen stellen. Also man darf Fragen stellen und man darf nur mit Ja und Nein antworten. Wenn man Ja sagt, darf man weiterfragen. Wenn man Nein sagt, ist der andere dran. Okay. Ja, dann muss ich jetzt weggucken, wenn du schreibst. Und dann guckst du weg, während ich schreibe. Ich lese nämlich in der Zeit jetzt Bildzeitung. So, ich überlege schon mal, was. Weil da sind nämlich immer schlüpfrige Frauenbilder drauf. Zum Beispiel Leonor über den Dächern von Berlin. Ist übrigens wirklich, wenn ihr immer nur diesen Text lest, das ist großartig. Das ist einer der besten Texte, den man überhaupt in Zeitung lesen kann. Alles, was mit ihren Ohren zu tun hat, liebt Leonor Peres. Ganz besonders, sei es nun klassische Musik von Franz Schubert, oh, die könnte mir gefallen, oder wenn sie einfach mal dem Meeresrauschen lauschen kann. So, bist fertig? So. Ah. Ja, du musst die Kappe jetzt so mal drehen. Du hättest sie auch auf die Kappe setzen können. So, mach's doch cool. Marki Mark, oder was? Jetzt sieht man's gar nicht mehr. Sehr cool. So, ja, so ist schön. So, dann, wo warst du stehen geblieben? Hast schon die Gehaltstabelle gezeigt mit 141 Edding. Berufen. Edding. Baggerführer verdient, ein Baggerführer verdient laut Tabelle. Was schätzt du, Nils? Ein Baggerfahrer? Ja. 1,5 netto. Deine Mutter ist Baggerfahrer, oder? Du willst doch nur gucken jetzt. Nein, das stimmt halt. 1,5 stimmt komplett. Ja, ich kenne mich aus. Was ist denn ein Biowissenschaftler? Ja. Der ist Wissenschaftler im Bereich Bio. Biologie. Klünk. Wie du dich schon freust. Nein, ich freue mich. Ich habe nur gerade gelacht, weil ich fast auf den Bildschirm da geguckt hätte. Habe ich natürlich wirklich nicht, ich schwör's. Und da hätte ich fast gelesen, was ich hab. Ne, du bist so doof. Ja, das geht nicht. In dem Moment, wo ich mich umdrehe, sehe ich nur meinen Hinterkopf. Ja, aber wenn da hinten ist vielleicht noch eine und dann ist das wieder, weißt du, was ich meine? Das ist verrückt mit diesen Bildschirm. Ich fühle mich wie, als wenn ich gerade frisch meine Haut geschafft hätte, wie Michael Douglas. So. Also, ist mal bei dir drauf? Ach so, ja. Du darfst, fang an mit der ersten Frage zu deiner Person. Okay, bin ich eine reale Figur? Meinst du, ob du real bist oder ob du real bist? Ob ich existiere. Existiere, bin ich eine reale eine non-fiktive Figur? Ja. Haha, yes! Du bist, hast schon fast. Hab ich noch nicht gewonnen. Okay, bin ich männlich? Ja. Ja, obwohl, schwierig. Bin ich Gregor Teicher. Bin ich, prominent? Bin ich prominent? Komm. Bin ich prominent? Ja.
Das könnt ihr auch so, wir machen sagen. Gleich jetzt, weiter damit. Du kannst später weiterfragen. Wir müssen nämlich jetzt erstmal zu unserem Night of the Week kommen. Der ist nämlich auch prominent. Und zwar eigentlich so ziemlich der prominenteste, den wir in Deutschland zu bieten haben. Wahnsinn. Ja, können wir ihn hier haben? Da ist er nämlich Tommy. Guck mal, ich habe mir überlegt, ich gehe jetzt mal im Tommy. Partnerlook mit dem Tommy. Masti, schreibst du auch einen Namen drauf, oder was? Ja, aber eigentlich wollte ich mir damit das Ding hier festkleben. Aber jetzt sehe ich gerade, dass der da so einen Trend mit so einem grünen. Das. Ja. Und das ist eines der schöneren Fotos, die wir von Tommy gefunden haben. Thomas Gottschalk, Wetten, das hast du geguckt, Wetten, das am Samstag? Nee, ich gucke kein Wetten, das mehr. Da werde ich mal irgendwie frustriert. Gar nicht irgendwie so? Nee, das erinnert mich so an die 80er Jahre und die 80er Jahre sind total kacke gewesen. Ja, aber das ist ja meine ganze Kindheit. Ja, meine doch auch. Ja, aber die ist ja nicht für. Komplett kacke gewesen. Also, nee, es gab cool. Wetten, das war doch eigentlich so der Lichtblick damals noch. Samstags abends mit einer Schüssel Popcorn und der Familie irgendwie Wetten, das gucken, war so eine Institution. Ja, natürlich, genau. Und irgendwann emanzipiert man sich von sich selbst, man muss sich weiterentwickeln und kann nicht stehen bleiben und Wetten, das gucken. Ich finde Wetten, das, ich finde das so, damals war das faszinierend. Heutzutage finde ich das langweilig, wenn dann da jemand sitzt, von dem du genau weißt, okay, der ist jetzt für 10 Minuten eingekauft worden, für viel Geld, dass er da auftritt. Dann kommt immer dieselbe Frage, was verbindet dich mit Deutschland? Oh, Deutschland ist ein tolles Land. I love Germany. Und dann kommt immer Thomas Gottschalk und macht so. Und dann kommen irgendwelche Wetten, wo eben irgendwelche Baggerfahrer mit einem Nettogehalt von 1.500 Euro versuchen, irgendwelche Eier von A nach B zu bringen, ohne sie dabei platzen zu lassen. Und das ist nach 15 Jahren, finde ich das nicht mehr lustig. Da habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja. Ja, du hast recht, du hast vollkommen recht. Also, ja. Wetten, das ist der größte Scheiß. Ja, lass uns doch jetzt nicht mehr Wetten, das gucken. Nee, also. Aber das hat ja einen Grund. Sollen wir einfach anfangen damit, nicht mehr Wetten, das zu gucken und ihr guckt auch nicht mehr mit? Und dann Initiative. Dann haben die nächste Woche statt 17 Millionen nur noch 16.980.000. Und dann, was meint ihr, was dann die Bild-Zeitung schreibt? Thomas Gottschalk auf dem Absteigen. Und das ist ja genau der Punkt. Das haben sie ja jetzt schon geschrieben. Die haben geschrieben, Tommy war schlecht drauf. Und die Erklärung dafür, die war ein Skandal, nämlich. Das ist super lustig. Er ist im Weihnachtsstress. Thomas Gottschalk. War schlecht performt bei Wetten, das, weil er im Weihnachtsstress ist. Da kann man nur sagen, armer Thomas Gottschalk. Aber das ist ja nicht alles. Mann, das ist, ja, aber es ist schon hart, finde ich, wenn man erstmal überlegt, Thomas Gottschalk, was der für einen Job hat. Ja. Also alle drei Monate eine 2,5-stündige Live-Sendung. Ja. Da bist aber du überfordert. Ja, ich meine, gut, das ist der überlegt dir mal, was der für einen Stress hat. So, der muss da kommen dann die Berater und sagen, na, möchten Sie Ihrer Frau die Perlenkette oder die Perlenohrringe schenken? Und dann muss er sich entscheiden. Das ist unglaublich, was ihm da zugetragen wird. Auch noch jetzt in der Weihnachtszeit, ja. Man muss sich auch mal vorstellen, die ganzen Leute, die da in die Sendung kommen und wie gut er immer vorbereitet ist, was er für investigative Fragen stellt, Sachen, die wir noch nie gehört haben. Zum Beispiel als 50 Cent da war, so, ob er auch privat auf Rapmusik steht. Das sind einfach Fragen, da muss man einfach mal sagen, der bereitet sich auch 3 Monate auf diese Sendung akribisch vor. Ja, selbstverständlich. Ja? Also das ist ja nicht so, dass der einfach dahin geht und ein paar vorgeschriebene Jokes ablässt, ja, und dann ein bisschen Smalltalk mit irgendwelchen Stars führt und dann Kinder beim Lutschen eines Golfballs interviewt. Nein, es ist ja richtig Aufwand. Ja, eben. Und deswegen ist es auch absolut verdient, dass er immer ein bisschen mit dieser Doppelbelastung nicht fertig wird. Und da war noch eine andere Geschichte. Der hat doch, hat er nicht auch ein sündhaft teures Haus in Florida? Und einige 100 Kilometer entfernt. Da sollte man aber keine Scherze drüber machen. Aber das kam ja doch noch dazu. Also an der Stelle kann man es kurz erwähnen, das Haus von Thomas Gottschalk in Malibu wäre fast erwischt worden von den Flammen. So, und das ist auch, da hört der Spaß nämlich auf. Da lebt man ja auch ständig in Angst. Ich könnte auch nicht moderieren, wenn mein Haus in Malibu in irgendeiner Form gefährdet wäre. Von irgendwas. Ja. Also, da wäre ich auch fix und fail. Würde ich sofort aus der Sendung, wenn jetzt jemand anruft und sagt, Nils, hier dein Haus in Malibu, würde ich sofort rausrennen. Sofort. Würde ich dir die Sendung allein überlassen. Ja. Vielleicht solltest du mal ein Telefonat klar machen. Können wir das kurz mal? Kann jemand schnell anrufen? Nein, also Thomas Gottschalk hatte eine sehr harte Woche und jetzt kommt noch der ganze Weihnachtsstress. Jetzt muss er auch noch Geschenke kaufen. Ja, also das ist natürlich auch nicht einfach. Ich glaube, der konvertiert zum Islam, diesem Stress zu entgehen. Ja, das kann sein. Und sei es nur für 4 Wochen, so ein Schnupperkurs Islam. So 4 Wochen. Kein Weihnachten. Kein einfach, Weihnachten. Damit er in Ruhe sich auf Wetten, das vorbereitet hat. Thomas Gottschalk und der Night of the Week. Ich finde mit Lothar Matthäus eine weitere deutsche Persönlichkeit, die auch die deutsche Bescheidenheit nach außen trägt. Finde ich auch. Ja? Die, so. Thomas Gottschalk. Ole, ole. Du kannst mal nochmal eine Frage stellen. Musst du, ich bin immer noch bei Ja. Also ich bin männlich, ne? Bin ich unter 40 Jahre alt? Ja. Ich bin so gut. Ich war auch prominent. Okay, bin ich manchmal so im Fernsehen zu sehen? Deutschen Fernsehen? Du bist nicht Maxi Stettenbauer. Ach, fuck, ich hab gedacht, ich bin Maxi. Hab ich das erfahren? Aber ja, du bist manchmal im Fernsehen. Ich bin manchmal auch im deutschen Fernsehen, ne? Bin ich Europäer? Ja. Bin ich Deutscher? Ja. Ich bin Deutscher. Bin ich
Nee, das bin ich bestimmt nicht. Bin ich im Fernsehen zu sehen, weil das mein Beruf ist? Also, um dir die Frage zu erklären, es gibt ja, also wenn ich zum Beispiel Fußballer wäre, wäre es nicht mein Beruf, im Fernsehen zu sein, sondern mein Beruf, Fußball zu spielen. Aber es gibt ja auch Leute, so wie du, deren Beruf ist es, im Fernsehen zu sein. Ist es mein Beruf, im Fernsehen zu sein? Dann frag doch einfach, ob du Moderator bist. Nee, es geht ja noch viel weiter. Zum Beispiel? Ja, es gibt ja auch noch Comedians. Und so, oder... Also ich würde nicht sagen, dass dein Beruf ist... mein. Nein? Nein. Oh Mann! Auch wenn du mich vielleicht dafür später nochmal geißelst. Ja, auf jeden Fall. Sollen wir anfangen? Oliver Geißel. Wir machen erst Werbung, höre ich gerade aus der Regie. Dann stelle ich doch lieber eine Frage. Bin ich ein reelles Wesen, existierend auf dieser ja, Welt? Definitiv. Ja. Bin ich männlich? Nee. Nee. Warum hast du erst gemacht? Ja, das war Spannung. Keine eindeutige Frage. Spannung. Haben wir uns beide Schwuchteln auf die Stirn gestellt? Ja, definitiv. Ja, da bin ich schon beim Nein angelangt. Dann würde ich sagen, magst du Werbung gucken? Oh, ja, schau, kann ich mal, oh. Dann kommt sie jetzt. Ich halte fest. Peace. Ich halte fest, wir haben bisher in der Sendung über Gottschalk gelästert, über Kerner, über Raab, über eigentlich alle, über das ZDF, ProSieben, Sat1, RTL. Das ist einfach blanker Zynismus, weil die es geschafft haben und wir nicht. Ja. Das ist einfach Neid. Ist einfach Neid. Aber das Neid ist ja immer der Auslöser für Lästereien. Von daher, ich meine, lästert ihr nicht auch manchmal? Jeder lästert doch manchmal. Und im Prinzip lästert ihr nur über die Leute, die ihr eigentlich geil findet. So, weil sonst würdet ihr gar nicht über die reden, weil nämlich eine viel größere Strafe als Lästerei ist Ignoranz. Und deswegen sind wir schon mal nicht auf der untersten Stufe, wenn wir über jemanden reden, sondern auf der zweiten. Nach Sympathie. Das stimmt. Ja, natürlich. Und jetzt kommen wir zu unseren Top 5. Und da haben wir uns so gedacht, Mensch, wir sind ja wieder voll im Weihnachtsstress, so sehr im Weihnachtsstress, dass wir kaum zum Moderieren kommen. Und da, Mensch, und da haben wir uns gedacht, was schenkt man, wie jedes Jahr fragt man sich, was schenkt man eigentlich seiner Freundin? Oder was wünscht man sich? Ja. Beides sind Fragen. Beides sind sehr interessante Fragen. Und wir haben uns auch überlegt, wie immer werden wir hier bei Late Nights dem Bildungsauftrag gerecht. Und wir wollen euch vor allen Dingen draußen Tipps geben. Wir können ja nur aus männlicher Sicht und aus unserer eigenen Erfahrung berichten. Und wir geben euch erstmal die Top 5 Tipps, was man Frauen auf keinen Fall zu Weihnachten schenken sollte. Weil es nur sonst Ärger gibt. Ja, so. Ja? Deshalb hier die Top 5, was man einer Frau nicht zu Weihnachten schenken sollte. Und wir kommen zu Platz 5. Nichts, was ein Stromkabel hat. Das ist wirklich, natürlich ist das eine Regel durchaus mit Ausnahmen, aber generell kann man das tatsächlich sagen. Gut, wie Vibratoren funktionieren in der Regel mit Batterien. Also da habe ich schon. Ich habe überlegt, ob der zu heikel ist. Nö. Das sind Vibratoren. Wieso, was weil gibt es nicht auch Vibratoren mit Akku jetzt? Also so mit Kabel? Für die längere Betriebszeit? Was du meinst, ist ein Tampon. Weil die sind ja nach 2 Stunden aufgebraucht, die Batterien. Ja, da weiß ich, ist das so. Ja, und in meinem ungelegensten Zeitpunkt saufen die ab, da die Duracell. Nee, genau, also da, man filtert ja immer durch seinen eigenen Kopf. Was will ich? Und dann denkt man, das ist attraktiv auch für andere. Als Beispiel, ich würde dann zum Beispiel meiner Freundin gerne eine Xbox schenken oder irgendwie ein iPod. Blu-ray-Player. So. Ja. Ja. Und dann kommt die Frau und sagt, warum Blu-ray? Wir haben noch gerade einen DVD-Player. Ja. Und dann muss man denen erklären, dass es halt mittlerweile viel schärfer noch geht. Ja, so. Noch schärfer. Ja. Das Geile ist, wir beide könnten richtig Schärfe rausholen, wenn wir uns mal die Brille aufsetzen würden. Zum Beispiel. Dann bräuchten wir eigentlich gar kein HD, da würden wir schon wieder 2 Generationen an Fernsehen überspringen. Zweifacher. Manche kaufen sich Blu-ray-Spieler, wir kaufen uns eine Brille. Ja. Ne? Das ist noch schärfer, ja. Und wie gesagt, also steht er für sich, das würde ich erstmal ausschließen. Nichts, was in irgendeiner Form ein Stromkabel hat, damit habt ihr schon mal ganz, ganz viele Produkte, die nicht auf Liebe stoßen, ausgeschlossen. Genau, wenn ihr durch die Kaufhäuser geht und ihr seid euch nicht sicher, ja, hier, weiß ich nicht, ist eine Elektrobohrmaschine oder hier ist, weiß ich nicht, eine Karte, nehmt die Karte. Auch wenn sie weniger Geld wert ist, nehmt die Karte. Nichts, was ein Stromkabel hat. So, nichts. Das nächste, etwas Sinnvolles für den Haushalt. Normalerweise würde man ja sagen, es ist ja sinnvoll, deshalb auch gut. Ja, es erleichtert das Leben. Aber das ist ja genau das, was Frauen nicht wollen. Weil man natürlich, das pendelt sich dann so ein, Frauen haben ja auch Talente, ohne dass wir uns jetzt anlegen wollen mit Emma-Chefredakteurinnen.
Ja, zum Beispiel. Oder so, oder solidarisieren wollen mit Leuten, die das Wort Autobahn benutzen im Fernsehen. Ist ja so, dass auch... Entschuldigung, jetzt hast du Autobahn gesagt. Sorry, er hat es nicht so gemeint. Ich habe unter Anführungsstriche gesetzt. Wir haben das ja Autobahn gesagt. Nein, er hat... Da hast du nicht, sag, dass du es nicht gesagt hast. Sorry, du hast dich verhört. Ich hab, ach so, dann ist ja gut. Boah, alter Schwede, wir hatten doch gesagt, Alter, was gut Autobahn geht gar nicht. Ich weiß. Alter, so. Muss ich mich, Entschuldigung, ich muss mich sammeln. Du warst stehen geblieben bei... nicht sinnvoll für den Haushalt. Genau, und da ist nämlich so, dass auch wenn die dann in die Küche gehen und gerne kochen oder backen aus Eigenantrieb oder dann irgendwie da rumwerkeln und da ganz viel Zeit in der Küche verbringen, schenkt nichts für die Küche. Das kommt nicht gut an, weil auch wenn die das brauchen, die sagen dann immer nur, aha. Das sind so Sachen, sinnvolle Sachen für den Haushalt sind Geschenke, die sind immer willkommen, aber nicht zu Geburtstag oder nicht zu Weihnachten. Mhm. Die soll man einfach so mitbringen. Wenn, und wenn eure Frau die ganze Zeit sich beschwert, oh, die Messer sind nicht mehr scharf und im Fernsehen, da sägt der den ganzen Fußsohle durch. Ja, dann ist das ein Hinweis dafür, dass ihr irgendwann mal im Laufe der Woche ein neues Messer mitbringt, ja, aber nicht für Weihnachten. Ganz gefährliche Sache. Ja. Ne? Nichts Sinnvolles für den Haushalt Lustig. Schenken. Nichts, was für die Küche ist. Oh, viele Fotos. Ja. Ja, ne, mach du. Fotos von einem selbst in Unterwäsche. Viele überschätzen sich ja. Absolut. Ne? Definitiv. Viele gucken, stehen morgens auf, im Spiegel, gucken in den Spiegel und sagen, wow, ich bin schon eine geile Sau. Ja. Und es stimmt nicht. Nee, das ist tatsächlich so. Stimmt einfach nicht. Die Natur hat das so eingerichtet, dass man sich selbst in einem besseren Licht sieht, als man eigentlich ist. Weil das hat einfach nur einen evolutionären Vorteil, nämlich der, dass man selbstbewusst durch die Gegend geht. Dass man überhaupt den Tag beginnt. Ja, dass man, dadurch, dass man auch selbstbewusster wirkt, wird man ja auch dadurch ein Stück attraktiver, weil Selbstbewusstsein ja auch wieder ein Kriterium ist, was attraktiv versprüht. Ne? Und deswegen hat die Evolution das so eingerichtet, dass man sich selbst cooler findet, als man ist. Weil mehr als scheitern kann man ja eh nicht. Es gibt immer viele Männer, die stehen dann an der Disco vor dem Türsteher und sagen, hey, wieso komm ich nicht rein? Ich hab mich voll geil gemacht. Guck mal hier, Schuhe, guck mal hin, guck mal hier, Alter, was guck ich, Muskeln? Ja? Und die sehen aber nicht geil aus. Das sind die Leute, wo ihr nur denkt so, so, und das sind aber auch die Leute, die Fotos von sich selbst verschenken in Unterwäsche. Ja. Deshalb und dann auch immer so gute Posen so. So. Ja. Aber gern auch so dieses Triangel des Glücks so weit geöffnet. Die Triangel des Glücks. Also, es ist einfach eine ganz einfache Regel. Merkt euch einfach, ihr seid nicht so geil, wie ihr euch fühlt. Und das sieht eure Frau auch so. Ja. Und deshalb. Provoziert nicht, dass sie euch verlässt. Keine Fotos in Unterwäsche. Die lachen auch drüber. Stell dir mal vor, die verlässt euch echt, dann hat sie die Fotos noch und dann lacht ihr mit ihren Freundinnen über euch. Die hat auch was in der Hand gegen euch für immer. Das wollt ihr auch nicht. Also, Platz 2, Dinge zur Verbesserung oder Datenerhebung des Körpers. Also, da muss man vielleicht ein Beispiel geben. Ein Ding zur Verbesserung des Körpers wäre zum Beispiel Faltencreme. Und Bauchweggürtel. Bauchweggürtel oder irgendeine... Total Sauna. Augenrändercreme, Total Sauna, Schwitzdinger, irgend sowas. Und Geräte zur Datenerhebung, zum Beispiel eine Waage. Ist ja praktisch, weil ihr habt eure Freundin gefragt, wie viel wiegst du? Und sie sagt so, ich weiß es nicht, wir haben keine Waage. Und dann denkst du, ha, ich bin schlau, ich schenke eine Waage zu Weihnachten. Nee. Überhaupt nicht. Also Frauen sind wesentlich realistischer, was die Einschätzung ihres eigenen Körpers angeht. Tendenziell sogar eher pessimistischer. Ja. Und sehen alles immer schwarz und die sagen dann immer, oh, ich bin so fett und so. Aber das heißt ja nicht, dass die das wirklich so sehen oder wollen, sondern bloß nicht daran erinnern und bloß nicht drauf rumtreten, immer nur sagen, ist alles perfekt. Bei Frauen ist es im Prinzip das Gegenteil. Frauen sind in der Regel geiler, als sie selber denken. Ja, genau. Ne? So, Platz 1, ziemlich simpel, Gutscheine. Es gibt nichts Schlechteres als Gutscheine, deswegen heißen die eigentlich auch Schlechtscheine. No. Ich hab schon Schlechtscheine gelacht. Du hast aber vorhin mit Karl und Auer telefoniert, oder? Ja, die haben mir den Tipp gegeben. Nee, aber das ist tatsächlich so, dass man kann ja kein größeres Statement an seine eigene Einfallslosigkeit abgeben, als einen Gutschein zu schenken. Ja, das ist wirklich so, ich habe keinen Bock gehabt, mich damit auseinanderzusetzen und ich hatte auch keine Lust, loszugehen in die Stadt, deswegen gibt's jetzt einen Gutschein. Im Prinzip ist der Gutschein ja tatsächlich gut gemeint, denn ihr sagt euch, hier, mach selbst was draus. Ja. Ohne aber diese einfach nur Geld zu schenken, wo es dann komplett so aussieht, als ob man keinen Noch Bock schlimmer. Hatte. Das müsste eigentlich ein Gutschein ist ja nichts anderes als Geld schenken, nur dass man mit dem Geld in einen einzigen Laden gehen kann. Man also eigentlich die Möglichkeiten. Genau, eigentlich eine beschissene Form von Geld schenken. Und das Geile ist, meistens, wenn das so 50 Euro sind und man will was für 39 Euro kaufen, dann sagt die Verkäuferin, nee, diese 11 Euro können wir aber nicht auszahlen. Und dann muss man noch was für 27 Euro kaufen. Dann nimmt man auch irgendwie so CD-Kleber oder irgendwas, was man Stifte, mit dem man irgendwas beschreiben kann, eine DVD-Tasche oder sowas. Die man auch total bescheuert. Also Gutscheine, niemals einer Frau Gutscheine schenken, weil sie wird es euch nicht als Mitdenken oder als normalerweise könnte man ja sagen, ihr überlasst der Frau, ihr traut der Frau so viel
Eigenentscheidung zu, dass sie selber weiß, was gut für sich ist. Nein, eine Frau wird das als mangelnde Liebe werten. Ich glaube, man kann zusammenfassen, falls ihr euch nicht alles merken könnt, einfach sagen, niemals praktische Dinge schenken, lieber emotionale Dinge schenken. Ja. Niemals praktisch, immer emotional. Emotionale Dinge, malt ein Bild. Es sei denn, es ändert sich, glaube ich, da müssen wir dann irgendwann noch mal drüber reden, wenn man verheiratet ist. Ja, dann zählen wieder die materiellen Dinge. Bis dahin, ja, gilt es, emotionale Dinge zu schenken. So, jetzt? Jetzt dürfen wir schon Postmann kurz reinholen. Jan! Grund. Domenico! Woohoo! Und ihr seht, man sieht diesen Höhenflug, den der Jan gerade durchmacht. Ja. Er kommt zum wiederholten Mal ohne Post. Und ohne Mikrofon. Da ist eins. Da kommt's. Du hast eh nichts zu sagen. Denn es hat natürlich einen Grund, du bist gar nicht hier jetzt in der Form eines Postboten, sondern du bist in Form hier, weil wir ja über den Titanenkampf sprechen müssen. Zweite Runde haben wir ja schon durch. Zweite Runde. So. Erste Runde, können wir nochmal sagen, war ganz knappe Geschichte. Das war letzte Woche, waren wir bowlen. Und ein einziger Pin hat entschieden, zu unseren Gunsten. Und jetzt waren wir also Kart fahren und das war auch eine ultra spannende Sache. Schaut mal rein. Sportsfreunde, Late Nights versus Jan, und viele überlegen gleich, was machen die Jungs hier am Set vom neuen Azad-Video? Ist natürlich Quatsch. Wir sind hier auf der Kartbahn und wir haben es ja schon angekündigt. Heute geht es darum, wer den schnellsten Reifen auf den Asphalt legt. Ja, eigentlich steht das Ergebnis ja schon fest, aber der Ehre halber wollen wir es doch nochmal versuchen. Du musst Erster werden, wenn du Zweiter wirst, hast du schon verloren. Also ich muss wieder gegen euch beide gewinnen. Ja, nicht natürlich. Mehr. Aber wir müssen von vornherein klammern, hier zusammen und nicht vorbeilassen und so. Ja. Das sind die Regeln des Spiels. Sorry, so. Ja. Und vielleicht, gut, der Jan hat jetzt die Maske abgesetzt, das hätte ich gesagt, wenn ihr nicht genau wisst, wer ist, kann man einfach mal die Bäuche abfilmen, dann weiß man vielleicht, hinter welchem Anzug sich der Jan versteckt. Aber wir haben uns extra verschiedene Farben Blau trägt ein bisschen auf, besorgt, damit ihr gleich auch, wenn wir mit 200 km/h haben, die Kurve fegen, erkennen könnt, wer ist. Rot, ich hab rot, schwarz und blau. Ich habe den Anzug von Schumi direkt gekriegt, war vorher noch bei Michi und haben mir den Anzug ausgeliehen. Super. Ne? So, jetzt. Zum Modus. Willst du mal kurz sagen, wegen Qualifying und so? Ja, wir werden erstmal eine Runde drehen auf Zeit und der die schnellste Zeit hat, startet von Platz 1 und dann beginnt das Rennen und da zählt natürlich nur, wer als erstes über die Ziellinie fährt. Das wird entweder Etienne oder ich sein und ja. Warum ist der Jan eigentlich hier? Ja. Naja, legen wir los. Beim Warmmachen schon gesehen hat, war ich mindestens eine Sekunde schneller als die anderen. Das wäre ein Kinderspiel. Ja, wir machen jetzt Qualifying. Nacheinander gehen alle auf die Strecke und absolvieren jeweils 5 Runden. Und der mit der schnellsten Zeit startet logischerweise von Platz 1. Gerade ist Jan auf der Strecke. Wir müssen mal beobachten. Bald können wir die erste Zwischenzeit sehen. Der ist eben beim Training nicht schlecht gewesen. War der Einzige im Training, der unter 40 Sekunden war. Aber gut, Training ist Training. Qualifying ist noch was anderes. Man wird sehen, wie der Jan mit Druck umgeht. Wir haben auch schon eine Boxenstrategie für den Fall, dass es tatsächlich so weit kommt, dass der Jan uns davon fährt. Die können wir natürlich jetzt noch nicht verraten. Nee. Die ist für den Notfall reserviert in der Schublade. Und wir schauen mal, was der noch für Strecke macht. Gucken dann, in welcher Reihenfolge wir an den Start gehen. Und dann überlegen wir uns, welche Strategie wir auswählen. Genau, jetzt müsste gleich die erste Rundenzeit kommen. Wir sind sehr gespannt. Also alles unter 40 ist schon mal nicht schlecht, kann man schon mal an der Stelle sagen. Ja. Ich weiß gar nicht, was der Streckenrekord ist. Ich glaube, irgendwie bei 33 oder so. Keine Ahnung. Gesagt vorhin. Gefragt. Aber gucken wir mal. Ja, 40,29. Erste Runde. Ist schon eine gute Runde, ja. Ist okay. Boah, der Jan hat eben gerade eine 38, noch was vorgelegt. Das ist unglaublich schwer zu schlagen und vermutlich werden wir es nicht schlagen und dann müssen wir uns wirklich auf Plan B verständigen, aber der greift, spätestens der greift. So! Ja.
Jan lacht zurecht, er freut sich mit 38,92. Nils beste Runde ist gerade bei 41. Da freust du dich, ne? Ist ja erst Qualifying. Im Rennen hat er eigene Gesetze. Ja, auf jeden Fall. Aber es war ganz lustig eben im Training, als du so hinter mir gefahren bist und ich habe gesehen, du kommst immer näher. Ja. Das war so ein bisschen wie bei Mario Kart, wenn Donkey Kong hinter dir fährt. Weißt du, ich habe gedacht, du wirst gleich so eine Banane. Hast du auch versucht, innen zuzumachen, ne? Ja, klar, aber es ist natürlich gar nicht so einfach, weil wenn der andere erstmal aus deinem Windschatten tritt, ja. Ja, ist er weg. Ja. Aber jetzt habe ich Handschwäche. 39,91. Eine Sekunde zu lang. Aber er macht sich. Wieder in die Bahn. Aber ey, das macht sau Bock zu fahren, aber es wird ja so anstrengend. Ist richtig anstrengend, ne? Super krass. Das geht in Arsch, in die Hüfte, in, ja. Überall. Überall tut's weh. Überall. Nils beste Runde war 39,x. Und jetzt kommt die beste Runde, mein Ziel 37. Try to be best, cause you're only a man, and a man's got to learn to take it. Try to believe, though the going gets rough, that you gotta hang tough to make it. History repeats itself, try and you succeed. Never doubt that you're the one, and you can have your dream. You're the best around, nothing's gonna ever keep you down. Du warst halt der Einzige, wo ich dachte, okay, kann mir noch mal ein bisschen das Wasser reichen. Wir werden es jetzt gleich, glaube ich, sehen, wenn Eddie hier erstmal durchkommt. Hier gibt es erstmal eine knackige 45er zum Start. Ja. Mal schauen. Warmachrunde, ist nur die Warmachrunde. Ich weiß ja, wo ich es habe liegen lassen. Weißt du, was geil ist, er fährt hier durch und ich würde das erste Mal, er schielt da drauf, sieht so 45,6 und fängt dann sofort an zu kotzen in der Karre. Ja, das Qualifying ist gelaufen, für einige gut, für andere weniger gut. Hier über uns diese zwei Piece of Shit Kurven da hinten, die eine fünfmal immer an der gleichen abgefuckten Stelle und da an der gleichen Stelle. Ich habe es fünfmal verschieden versucht, mal bremsen, mal vom Gas gehen, mal bin ich mit 3 Kilometer angefahren und immer rutsche ich aus dieser Scheiße raus. Ja, du hast ja gesagt, du hast den Overall von Schumacher an, nur war das wahrscheinlich Ralf. Aber das ist ja nicht so schlimm. Gleich im Rennen herrschen andere Gesetze und da wird sich unser Teamplay auszahlen. Ich bin nach wie vor optimistisch, dass wir gewinnen. Ach, diese verdammte Scheiße. Auf geht's, Jungs! Ja, es bleibt spannend. Das Absolut. War ja nur das Qualifying. Aber du hast dir, so viel kann man ja schon sagen, wie man sieht, auf jeden Fall die Pole erarbeitet. Ja, wie viel die Pole dann wert war letztendlich, sieht man ja gleich. Pole musste man ja außen starten, das war ja schon der erste Nachteil. Den du ja ausgenutzt hast dann auch. Jetzt verrat doch nicht schon wieder alles. Also nur so viel, das stimmt gar nicht. Aber das alles, werdet ihr auch gleich sehen. Und wie die Wahrheit nämlich auf dem Asphalt tatsächlich aussah, bekommt ihr, wie gesagt, in wenigen Minuten präsentiert. Jetzt erstmal ein bisschen Werbung, bleibt dran. Das wird super spannend. Ich gehe nicht. Wir haben übrigens alle immer noch derbe Muskelkater. Und falls ihr der Meinung seid, dass das Kartfahren gerade eben total langsam aussah, das stimmt nämlich gar nicht, weil die Dinger fahren bis zu 50 km/h. Unfassbar. Und das sieht da aus, als wenn man da irgendwie gerade auf dem Bobbycar auf Glatteis fährt und zwei Gnus ziehen noch in die andere Richtung. So sieht das aus. Aber es ist tatsächlich, wenn man drin sitzt, sieht es anders aus. Was? Bin ich eine Frau? Ja. Aber da du vorhin gefragt hast, ob du ein Mann bist... Ja, ich will nur sicher jetzt nicht so ich viel könnte, nein, wieso? Ich könnte auch Lassie sein. Ja, Lassie wäre in dem Fall... Männlicher Hund. Ja, okay, du hast natürlich... Ich kann doch fragen, was ich will. Du hast mit Ja beantwortet. Ja. Also bin ich bekannt aus Funk und Fernsehen? Nein. Was? Nein. Hitler ist auch bekannt aus Funk und Fernsehen? Ja, du bist aber nicht Hitler. Ja, aber vielleicht außerdem war Hitler ein Mann. Wie vielleicht... Trotz anderslautender okay. Gerüchte. Ja, ist okay. Jetzt kommen wir schon viel zu nah wieder in Richtung Autobahn. So. Ja. Wir haben die Autobahn ja, wir haben die Autobahn besucht, kann man sagen. Aber es stimmt ja mit der Karte, was du eben gesagt hast, wie anstrengend das ist. Also ich wollte gerade super gut überleiten wegen Autobahn. Habe ich gesagt, wir sind zur Autobahn. Sind wir schon direkt beim zweiten Teil? Aber nee, müssen wir nicht. Ich wollte nur mal sagen. Ich wusste gar nicht. Hallo, Regie, sprich nicht mehr mit mir. Ja? Ist ja nicht schlimm. Sind wir jetzt schon wieder bei der Matz oder was? Zweiter Teil, Matz. Ja, Entschuldigung, ich wollte eigentlich noch sagen, wie anstrengend ich es fand. Ja, das interessiert die Zuschauer.
Ja, das, wenn ich das mal kurz sagen darf, wie anstrengend es war. Ich war fix und fertig nach einer halben Stunde Kartfahren. Aber voll. Am Ende wollte ich kotzen, mir hat der Rücken wehgetan. Ich war froh, dass die Scheiße vorbei war. Ja. Ich habe mich verausgabt. Und früher habe ich immer gesagt, so Formel 1 und so, die sitzen die ganze Zeit im Auto und geben nur Gas. Ja? Und so ging es ja schon nach dem Qualifying. Ja. Und jetzt wartet mal ab, wie es ihm nach dem Rennen geht. Das seht ihr nämlich jetzt. Und da könnt ihr auch nochmal überprüfen, ob das, was der Aufschneider da gerade erzählt, ob das überhaupt stimmt. Mikrofonverbote. Mikrofonverbot, allerdings. Ich bin halt jede Runde schneller, ne? Jede Runde bin ich schneller und werde am Anfang von denen einmal gegen eine Wand gerammt, kann halt gar nichts mehr machen. Guck mal auf die Rundenzeiten, auf die Einzelnen. Ich bin in jeder Runde 0,3 Sekunden schneller. In jeder. Rücken, Übelkeit, Hände. Ich fix und fertig. Hey, ohne Mist, wenn ich am Anfang nicht einfach vor die Wand gerammt hätte, von beiden zusammen. 22 auf Platz 1. Wo ist das Siegerpodest? Ah, ich stelle mich da gleich schon mal rauf. Leider verkackt, Dritter. Jan, letzte Runde ist scheiße, ne? Zweiter. Late Night! Entschuldigung, ist vorbei. Dieser Moment, ich habe ihn nochmal wiedererlebt. Ehrlich, ich bin gerade. Ja. Das war, Jan, was soll man sagen? Ne? So, man hat das nämlich gesehen. Ich würde euch wirklich ans Herz legen. Die Sendung hier wird ja manchmal wiederholt. So. Und schaut euch mal die Wiederholung an und dann guckt euch mal eben den zweiten Teil an. Was er nämlich gesagt hat, ist nämlich total Schmuh. Ich habe ihn nämlich astrein nach allen Regeln der Kunst habe ich überholt, ja, nach dem Start. Und dann gibt es die eine Szene, da fahre ich vor ihm weg, komme in die Kurve und er macht das wie in so einem Computerspiel aus den 90er Jahren, fährt voll in mein Heck rein, bremst da durch im Scheitelpunkt der Kurve, schiebt mich einmal so rum und fährt wieder an mir vorbei. Ja, ich möchte jetzt auch mal... Okay. Ich möchte jetzt auch mal was zu diesem Rennen sagen, weil das hier in diesem Bericht ein bisschen falsch rüberkommt. Ja? Da kommt es so rüber, als ob ich überhaupt nichts auf die Kette gekriegt habe. In Wahrheit war das One for the Team. Ja? Da habe ich nicht mich grandios geopfert. Fakt war folgender. Wir sind gestartet und der Jan, weil er 180 wiegt, ist nicht vom Fleck gekommen. Ja? Der kann nur schnell fahren, wenn er erst Vollgas hat. So, ja? Und dann hat er Gas gegeben, hat einen super Drecksstart hingelegt. Da war der Nils schon halb vorbei und ich war auch schon hinten an der Stoßstange, obwohl er die Pole hatte. Dann sind wir noch 2-3 Runden gefahren. Irgendwann zieht erst der Nils an ihm, völlig legal und fair an ihm vorbei. Später ziehe ich auch noch an ihm vorbei. Dann sind, das hat man auch kurz im Video gesehen, sind wir beide vor ihm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt haben wir genau die Situation, die wir wollten. Wir liegen beide in Führung. Also was mache ich? Ich war Zweiter, Nils war Erster, Jan war Dritter.
bremse ich den einfach mal aus. Ja? So, da habe ich nämlich schön auf die Bremse gedrückt, extra langsam zur Kurve gefahren, dachte, da kriegt der Nils ein bisschen Vorsprung. Und was ist der Dank dafür, dass er in der Kurve einfach gegen mich reinfährt, wodurch ich geradeaus in die Wand segel und er die Kurve perfekt nimmt. Und das Geile ist, diese Teile haben keinen Rückwärtsgang. Nee. Ja? Das heißt, wenn du erstmal genau gerade an der Wand stehst, da hast du einfach gelitten. Das ist wie bei Austin Powers, wo du dann so auf einem Fleck mit einem Gabelstapler ja, in so einem 1 Meter breiten Gang brauchst du eine halbe Stunde, bis du wieder in die Richtung guckst mit der Schnauze von dem Auto, bis du fahren kannst. So, das wollte ich nur sagen, jetzt könnt ihr weiter. Das war der Grund dafür, dass du, als wir schon 20 Minuten diskutiert hatten, immer noch auf der Strecke warst. Ja. Zum Schluss. Nein, da war mir dann schlecht und ich wusste, dass der Nils das Ding nach Hause fährt. Also habe ich gedacht, was soll ich noch groß Gas geben? Jetzt kann ich das auch. Kann ich, aber ich habe mich die Landschaft ein bisschen gefühlt wie Michael Schumacher. Dieser Druck, ja, dieser immense Druck des Führenden. Wenn man also vorne liegt, wenn man Zweiter ist, dann hat man die ganze Zeit ein Ziel vor Augen, was man erwischen muss und kann volles Risiko gehen. Aber wenn man auf der Führungsposition liegt, muss man keinen Fehler erlauben. Kein Fehler erlauben. Und man muss nach Hause fahren. Ja? Man muss wirklich die Balance haben zwischen schnell genug und kein Fehler machen. Schnell genug. Ach so. Aber was mir auch aufgefallen ist, ich war ja dann doch etwas abgeschlagen auf dem dritten Platz und habe halt gemerkt, dass meine Rundenzeiten waren halt langsamer als deine. Ja, aus welchem Grund auch immer. Und, meine waren am schnellsten übrigens. Ich habe dann halt immer gesehen, so ich habe alles gegeben und habe bestenfalls eine 40 hingekriegt und du hast dann halt immer 38 und ich habe immer genau deine Rundenzeit gesehen, weil ich genau unter diese Anzeige durchgefahren bin und du genau vor mir warst. Und da habe ich gemerkt, ich komme einfach nicht dran. Und da wirst du richtig verzweifelt, wenn du einfach fährst und du gibst dein Bestes und der Typ, der Abstand wird immer größer. Ja, aber das hat Jan ja genauso empfunden. Ja. Wir können das beurteilen. Ja, ihr beide sitzt in einem Boot. Na. So, wir haben hier übrigens drei tolle Best-of-Tests. Und zwar an der Stelle, muss man das wirklich mal sagen, die Kollegen von der Kart Arena in Gladbach sind die absoluten Kings. Ja, die waren wirklich super nett. Wir haben auch drei Kart Arena Kappen, die setzen wir jetzt auf. Und das ist auch mal wirklich eine geile Anlage da. Also wenn ihr mal irgendwie Hochzeit feiert oder sonst was und ihr denkt ihr euch, ich will mit Billard spielen, ich will Kart fahren, ich will zocken und ich will ein Bierchen trinken und ich will Auto im Sommer fahren. 5 Sachen auf einmal. Fahrt dahin, weil auf dieser Anlage gibt es wirklich alles. Das ist wirklich super cool. Also hat wirklich großen Spaß gemacht. Ihr könnt die Dinger gewinnen, die Mützen. Ja. Die drei Titanen werden da drauf unterschreiben. Und dann kriegt ihr das irgendwie zugeschickt, wenn ihr eine Frage beantwortet. Und die denkt sich jetzt der Jan aus. So. Willst du jetzt sagen? Nee, wir gucken erstmal noch mal ins Altersheim. Man muss ja regelmäßig seine Ahnen, seine noch lebenden Ahnen besuchen, das machen wir auch. Du Aua! Was denn, Karl? Wie nennt man ein Stadion, wo der Strom ausfällt? Oh, da weiß ich nicht, Karl. Stadi-off! Ich glaube, Karl und Auer sind Gagschreiber für Thomas Gottschalk. Vermutlich. Hast du den Gag gehört, den Thomas Gottschalk direkt am Anfang von Wetten, das erzählt hat? Ich habe ja kein Wetten, das geguckt. Ach ja, stimmt. Hast du es geguckt? Nee, so, ich habe nur die Kritik gelesen. Dass er reinkommt, war ja irgendwie in Österreich, hat er gesagt, ja, viele denken ja, dass Kaiserschmarrn in Österreich, bei Kaiserschmarrn, das ist ein Interview mit Franz Beckenbauer. Finde ich eigentlich, also... einen habe ich noch, den hat mir der Flo aus der Regie heute erzählt. Ja? Was ist der Unterschied zwischen einem Gesellen und Schalke 04? Der Geselle kann noch Meister werden. Es ist zu schade, dass man den Gag auch mit Frankfurt machen kann. Siehst du jemanden lachen? Da hinten. So, du darfst noch mal eine Frage stellen. Ja, stimmt, ich bin mal wieder dran. Ne? So, also ich bin unter 50, ich bin Europäer, ich bin Deutscher. Und eigentlich, du sagst aber, das heißt ja wahrscheinlich doch im Fernsehen. Der ist manchmal auf jeden Fall auch im Fernsehen. Das heißt, moderiert der? Nö. So, du wolltest ja noch eine Frage dir ausdenken, wie man die Kappen gewinnen kann. Die sehr viel wert werden. An dich muss man das schicken? Oder an Late Nights. Late Nights at Giga.de. Genau, dann würde ich sagen, wer ist denn zweimal abgeschlagen Dritter geworden in den ersten beiden Disziplinen? Wer das weiß, der schickt das an Late Nights at Giga.de und kann eine Kappe gewinnen. Das ist eine tolle Frage, Jan. So, ich finde die auch nicht lustig. Ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir noch? Eigentlich müssen wir es machen, weil wir haben uns überlegt, ist ja bald Weihnachten und ganz schnell...
nachher am Ende der Sendung zeigen wir euch nochmal. Das war sehr schön. Man hat gerade gesehen, der Nils wollte was anmoderieren. Die Regie hat gesagt, nein, keine Zeit. Dann hat er im Laufe der Moderation hat er eine Kerbe gemacht. Wir machen gleich. Und dann hat die Regie gesagt, nein, keine Zeit mehr. Wir machen gleich. Irgendwann später. Ja, das war die Kurve, die er genommen hat. So, wollen wir euch noch zeigen, eben waren die Top 5, was man Frauen nicht schenken sollte. Jetzt zeigen wir euch Frauen nochmal die Top 5, was man uns Männern schenken sollte. Das machen wir ganz schnell, gleich nach der Werbung. So, das ist der Pierre. Und er hat mir jetzt ein paar Handschuhe gebracht, weil ich nämlich eine Blase krieg, ne, Pierre? Pierre, du Pussy. Und ich dachte, du wärst ein Harter. Ihr kommt gerade rechtzeitig, liebe Freunde, zu unserem einzigartigen, fantastischen Show-Act, der noch nie bei Thomas Gottschalk und Wetten, das aufgetreten ist, weil er einfach zu groß ist. Das ist die Platte Annika featuring Miau Mio. Und es gibt auch, habe ich es richtig ausgesprochen? Nick, mal schnell. Und da gibt es nämlich auch eine passende MySpace-Seite zu. myspace.com/Miau Mio. Also nicht und Annika featuring, sondern nur Miau Mio. Und sie hat übrigens auch einen Song geschrieben, der einlädt zu äußerst schlüpfrigen Witzen. Ja, aber ich mache natürlich keine Witze darüber. Ehrlich? Aber der Song heißt Etwas Großes. Ich wäre sicher noch geblieben, doch ich stand zu lange im Wind, hätte es gern abgeschrieben, weil ich manchmal geizig bin, hätte mich vielleicht verbogen, doch ich dachte mir heute nicht, hatte es nur kurz erwogen, doch das fällt kaum ins Gewicht. Sogar ertragen. Ich geb zu, manchmal fällt's mir leicht, bin etwas müde und verloren in diesem mittelgroßen Teich. Dieser Tag ist viel zu lang, ich möchte im Dämmerlicht erstarren. Überall stehen Menschen Schlange, als ob sie immer schon da waren. Kannst du es sehen, sogar verstehen? Hast du eine leere Straße schon mal? Sein, trete ich nun auf der Stelle oder habe ich nur genug nach jeder neuen Neowelle? Werf ich ein großes, schweres Buch, kannst du es sehen, sogar verstehen? Hast du eine leere Straße schon mal so geliebt? Ich könnte was hören, hätte am liebsten etwas falsch. Schreibt man übrigens nicht, wie die Katze sagt, sondern mit O am Ende. M-I-A-O, M-I-O, Mio. Und ihr seid auch noch in Köln irgendwann, wann?
Wir sind in Bonn. In Bonn, 12.1. 12.1. im Kult einführst. Im Kult. Mit der kompletten Band. Mit der kompletten. Und am 18.1. allerdings bist alleine du in Köln solo. Genau, im Klüngelpütz. Im Klüngelpütz. Klüngelpütz. Da sollte man jedenfalls mal wirklich mal hingehen und sich mal fantastische hausgemachte Musik anschauen. Und vielleicht muss man auch alleine hingehen, weil man seinem Freund verlassen worden ist, weil der nicht die richtigen Geschenke bekommen hat zu Weihnachten. Um das zu verhindern, jetzt hier nochmal ganz schnell ein paar Tipps. Die Top 5, was man einem Mann zu Weihnachten schenken sollte. Genau, wir haben euch vorhin gesagt, was man einer Frau nicht schenken sollte. Und jetzt können wir ja den Frauen auch ein bisschen helfen und sagen, was man gerne sieht unter Weihnachtsbaum. Wir fangen an mit Platz 5. Etwas, das ein Stromkabel hat. Ja. Bitte irgendwas Elektrisches. Also da fällt mir eine Xbox ein, zum Beispiel. Zum Beispiel ein Blu-ray-Player. Blu-ray-Player oder externe Festplatte. Ja, irgendwas also, in der Richtung. Da gibt's einen Haufen Sachen. Man kann eigentlich nicht viel falsch machen. Ja. Allein schon deshalb, weil wenn es ein Stromkabel hat, kann man es in einem Laden umtauschen, wo es noch mehr Geräte mit Stromkabel gibt. Ja. Außerdem ist es super. Also wenn Leute auch zu Besuch kommen, je mehr Sachen mit Strom man hat, desto königlicher. Es ist super, wenn wir was gegen die globale Erderwärmung tun können. Tun wir das nicht. So. Platz 4, sinnlose Geräte für den Haushalt. Da gibt's ja diverse Sachen. Zum Beispiel Laubgebläsemaschine. Also wohlgemerkt, wirklich Laubgebläsemaschine. Ja. Kann man ja auch leicht verwechseln. Oder Werkzeuggürtel zum Beispiel. Werkzeuggürtel ist super. Wir reparieren zwar ungern Sachen im Haushalt. Wir tun immer nur so, als wenn wir könnten. Aber der Werkzeuggürtel ist ja so eine Art wie für den Colt beim Cowboy. Ja, ja, also Schrauber rein. Ja, wenn du durch die Nachbarschaft gehst, so sag ich mal, und hast einen Pistolengürtel, dann bist du vielleicht, siehst du ein bisschen albern aus, ja. Aber wenn du einen Werkzeuggürtel hast, hast du einen Hammer hinten, einen Tacker und 10 Schraubenzieher. Weißt du, und dazu am besten noch ein Stück Blaumann für. So ein Blaumann, da kann man sich hier schön so leisure, so eine Schnur so baumeln lassen. Ja. Weißt du, und dann geht man nämlich so. Und dann trinkt man nämlich eine Cola Light. Ja, das ist genau der Punkt. Ich meine, seit Tim Allen hätten wir alle gerne einen Werkzeuggürtel. So, ja, wir müssen uns beeilen. Platz 3. Fotos von einem selbst in Unterwäsche. Damit seid ihr natürlich gemeint, liebe Frauen. Ihr habt einen wunderbaren Körper. Ihr könnt ihn euch uns auch zeigen. Und gerne wirklich knapp. Wir versprechen auch, wir zeigen dir nicht unseren Kumpels. Nee. Und wenn ihr uns irgendwann verlasst, dann geben wir die auch nicht zurück. Im Internet. Die gehen nicht ins Internet. Nee, niemals. Die gehen nicht auf irgendwelche schmuddeligen Seiten. Nein. Also in dem Sinne, Fotos von euch selbst in Unterwäsche, denn wenn ihr mit uns zusammen seid, dann seht ihr auch geil aus. Ja, Platz 2, Dinge zur Verbesserung des Körpers. So, schenkt uns Dinge, die uns formen. Ja. Bier, Steaks, viel Fleisch. Alles, was den Körper des Mannes formt, darüber freuen wir uns. Und auf Platz 1, Gutscheine. Ja. Ja, denn sind wir mal ganz ehrlich, bevor ihr irgendeinen Scheiß kauft, ja, geht lieber irgendwie in einen Großwarenhandel. Medium oder Satt. Satt, Ammer. Ja, Ammer ist super, da gibt's nämlich alles. Eben. Ein Gutschein und wir kümmern uns um den Rest. Ja. Wir wissen die Geste zu schätzen. Lass uns Gutschein. Und dann. Dann zeigen wir noch schnell nackte Frauen, um unseren Bildungsauftrag gerecht zu werden. Nackte Frauen gab's auch in der Sendung. Way! Alles gesehen, das ist nicht toll. Jan habt ihr auch gesehen. Jan habt ihr auch gesehen. Jan, dritte Runde, wahrscheinlich erst nächstes Jahr wieder. Ist ja schon fast zu Ende das Jahr. Ist ja fast schon zu Ende. Aber ist vielleicht für euch auch gar nicht schlecht. Ihr habt jetzt eure beiden Home-Disziplinen gewonnen. Jetzt kommen die, wo Chancengleichheit herrscht. Und habt ein bisschen mehr Zeit, euch vorzubereiten. Ja. Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Du musst ja quasi, du bist ja jetzt unter Druck. Ja, einen könnte ich theoretisch noch verlieren und trotzdem overall noch gewinnen, weil es ja Best of Seven. Ja, aber du bist aber ich glaube nicht, dass ich noch einen verliere. Es wird auf jeden Fall sehr knapp. Jetzt geht's weiter. So, nächste Woche, jetzt könnt ihr nämlich ausschalten. Nächste Woche um 20 Uhr wieder einschalten, pünktlich. Bis dahin habt ihr eine Woche fernsehfrei. Vielen Dank fürs Zusehen. Viel Spaß in Azeroth. Ja, Azeroth, Orgrimmar. Azeroth. Ironforge. Mist, das lösen wir noch auf. Du bist Mark Medlock, nicht deine Mutter.